Oh, hallo, ich bin in Stockholm in Schweden. Ah, hier sieht man ein schönes Kreuzfahrtschiff von TUI. Das heißt mein Schiff oder so. Jedenfalls ist es draufgeschrieben. Und hier ist so ein schöner Erlebnispark mit Konzerten und so. Ja, bei mir ist es jetzt so, dass ich finanziell frei bin. Also jedenfalls fühle ich mich so. Und wie kam das Ganze? Ja, es war immer so ein Wunsch von mir, finanziell unabhängig zu sein und siebenstelliges Vermögen zu haben, so früh wie möglich. Und irgendwie hat es dann geklappt. Und jetzt mache ich nur noch das, was mir Spaß macht. Dazu bedeutet, kommt vor allen Dingen viel zu reisen und den Job zu machen, der mir schon immer Spaß gemacht hat, das Schreiben, der Journalismus. Und von daher mache ich jetzt, seitdem ich die finanzielle Freiheit habe, auch Sachen, die vielleicht ein bisschen teurer sind und die ich mir vorher nicht erlaubt habe. Aber jetzt kann ich es mir erlauben und dann macht es mir auch Spaß. Zum Beispiel bin ich jetzt kürzlich, als ich in Spanien war, in ein schönes Restaurant mit Freunden gegangen. Das ist eines der bekanntesten und besten Restaurants, die es gibt. Und dann habe ich mal gespeist für 250 Euro. Und 3-Sterne-Koch war das. Und dann bin ich und mache immer viele, viele Sachen immer unterwegs. Und jeden Monat bin ich im Grunde woanders. Und jetzt halt in Schweden gelandet. Ja, und dann meistens sind es so mit Freunden und Familie Urlaube für so eine Woche. Und manchmal hänge ich mehrere Länder zusammen. Das heißt, dann bin ich mal 2 Wochen oder so unterwegs. Und meine Arbeit nehme ich oft mit. Im Grunde als Journalist kann man ja überall arbeiten. Das ist das Gute am Journalismus. Im Endeffekt könnte ich auch auf ein Schiff gehen, mehrere Wochen. Okay, soweit so gut aus Schweden. Bis dann, tschüss.